Wer war heute allgemein schon im Internet? Die 6D des Gymnasiums aller Mühe. Nicole ist in der 9. Klasse und als Medienscout inmitten der jüngeren Schüler. Es geht um soziale Netzwerke. Aber ist das in dem Alter schon wichtig? Die Schüler fangen heutzutage sehr früh an, im Internet zu surfen, und deshalb muss man ihnen auch früh beibringen, dass es gefährlich sein kann. Wer hat denn soziale Netzwerke? Zusammen mit Lara steht Nicole schon seit über einem Jahr vor den Jüngsten der Schule. Heute stehen drei bekannte Netzwerke im Fokus des Workshops. WhatsApp, Instagram und Snapchat. Lara weiß, wie wichtig es ist, darüber zu sprechen. Ich bin Medienscout geworden, weil eine gute Freundin von mir wurde damals Opfer eines Cybermobbing-Anfalls. Und ich wollte selber lernen, wie man sich verhält im Internet und das halt an andere Kinder weitergeben. Heutzutage ist es ja so, dass junge Schüler auch schon gern mal ihre privaten Informationen preisgeben im Internet. Und um dies zu verhindern, bin ich Medienscout geworden. Dass möglichst an allen Schulen Medienscouts aktiv werden können, darum kümmert sich der Community-Sender TIDE in Kooperation mit dem Landesinstitut für Lehrerbildung. Die Schüler haben das Ausbildungswochenende, das 3 Tage umfasst, und dort nehmen sie mit ihren Lehrkräften teil, und die Lehrer haben im Vorwege 5 oder beziehungsweise 6 Module. Eines liegt nach dem Ausbildungswochenende, wo sie alle wichtigen Informationen erhalten und auch ganz viel über die Medienscouts und das, was sie nachher an der Schule machen sollen, erfahren. Ungefähr 3 Tage sind wir zu TIDE gefahren, und dort wurden wir ausgebildet und haben verschiedene Workshops gemacht. Wer benutzt 2 Stunden am Tag sein Handy? Mediensalat haben die Medienscouts selbst in ihrer Ausbildung kennengelernt und bauen es jetzt als Spiel in den Workshops ein. Es gibt aber auch Phasen, in denen es ruhig zugeht. Gibt es trotzdem einen Unterschied zum normalen Schulunterricht? Besonders ist, dass wir halt einfach keine Lehrer sind. Das heißt, die Schüler nehmen uns zwar nicht unbedingt ernster, aber sie finden uns glaubhafter. Dass man einfach von Kind zu Kind sozusagen arbeiten kann und dass sie einem mehr vertrauen als zum Beispiel Lehrern. Was mit der Schule? Würdet ihr die Adresse und die Schule posten? Datenschutz, Kommunikation und Privatsphäre. Ganz schön schwierige Themen. Anhand von Arbeitsblättern vergleichen die Schüler, was sie beachten müssen. Die Medienscout-Begleitlehrerin Kirsten Böttcher-Speckels steht ihnen dabei zur Seite. Als Medienkoordinatorin bin ich dafür da, dass ich jetzt für die Scouts da bin, die Workshops koordiniere. Das heißt also, einteile, wann wer in welchen Workshop geht, dass ich die Ausbildung der Scouts organisiere, die Fortbildung organisiere, ja, und mich regelmäßig mit den Scouts einmal die Woche treffe. Themen, die mit dem Internet zu tun haben, verändern sich schnell. Damit der Inhalt aktuell ist, müssen die Medienscouts am Ball bleiben. Die 6-Klässler Nina und Roman erzählen, wie sie das Projekt finden. Ich finde, dass es eigentlich ganz gut ist, weil man halt einfach mehr davon von sozialen Medien erfährt und auch so Kindern aus meinem Alter die aufklärt. Dass sie auch für Facebook und so alles gezeigt haben, dass man sich auf jeden Fall davor alles einstellen sollte, bevor man richtig damit anfängt. Die Medienscouts bauen auch Filme in ihre Workshops ein und erreichen damit die jungen Teilnehmer. Wer würde alles an seinem Verhalten im Netzwerk nach diesem Workshop etwas verändern?